Willkommen bei Hour of Power mit Bobby Schuller. Ich wünsche Ihnen viel Ermutigung durch seine Worte für Ihren Alltag und bleiben Sie dran. Nach der Predigt habe ich noch ein Geschenk für Sie. Wir sind so froh, dass Sie hier sind. Bitte stehen Sie auf, wir sprechen gemeinsam unser Bekenntnis. Strecken Sie Ihre Hände so aus, als Zeichen, dass Sie empfangen. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen. Ich möchte kurz die Predigt von letzter Woche zusammenfassen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über die Kraft der Gedanken. Das bezieht sich nicht nur auf ein bekanntes Essay von James Allen, sondern auch auf einen Vers in Sprüche, der besagt, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das ist so wahr und das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wir werden zu dem, woran wir ständig denken. Wenn wir unser Leben und unsere Umstände anschauen, dann sehen wir zu 90% die Resultate unseres Denkens. Die Gedanken sind ein Garten, der ständige Pflege und Beschneidung braucht. Gedanken, die mit guten Samen besät werden, bringen auch gute Frucht. Gedanken, die mit schlechten Samen besät werden, bringen schlechte Frucht. Gute Gedanken tragen gute Frucht. Schlechte Gedanken tragen schlechte Frucht. Immer. Das ist ein Gesetz. Es ist unfehlbar. Es ist wahr. Gute Gedanken bringen gute Frucht. Und um ein schönes Gedankenleben anzubauen, müssen wir schöne Gedanken pflegen. Auch müssen wir wachsam sein. Wir müssen das Unkraut herausziehen, das sonst wachsen und die biblische Erkenntnis ersticken würde. 90% unserer Umstände sind die Folge unserer Denkweise. Die anderen 10% sind Willkür. Das sind Unglücke, die wir erleben, Dinge, die wir nicht erwarten. Aber unsere Fähigkeiten, diese Dinge erfolgreich zu bewältigen, hängen zu 100% von unserer Denkweise ab. Wollen Sie Ihre Gedanken ändern? Dann wollen Sie die Welt verändern. Wollen Sie die Welt verändern, dann ändern Sie Ihre Gedanken. Wenn Sie heute einen einzigen schlechten Gedanken in einen guten ändern, werden Sie in 5 Jahren ganz woanders sein als heute. Das verspreche ich Ihnen. Ist das nicht gut? Das ist die gute Nachricht. Wir sind zwar nicht perfekt, keiner von uns hat vollkommene Gedanken, aber wir haben die Kraft, unsere Lebensrichtung zu ändern. Unsere Lebensrichtung ist die Folge unseres Denkens. Amen? Wissen Sie, dass man einen Gedanken nicht geheim halten kann? Jeder Gedanke formt sich schließlich zu einer Gewohnheit. Und diese Gewohnheiten festigen sich zu Lebensumständen. Heute möchte ich über einen Aspekt dieses Themas sprechen, nämlich, dass gesunde Gedanken zu einem gesunden Leben führen. Jeder Mensch ist ein bisschen krank, das pflegte Oral Roberts zu sagen. Jeder hat ein bisschen was, richtig? Meine Hoffnung heute ist, dass Sie am Ende des Gottesdienstes die Hoffnung im Herzen haben, ganz gleich wie krank Sie sind. Sie haben ein Stück weit Kontrolle darüber, wie Ihr Körper auf die Krankheit oder ein anderes Problem reagiert. Meine Hoffnung heute ist, dass Sie durch diesen Gottesdienst einen, wie sollen wir es nennen, einen biblischen Vorteil gegenüber der Herausforderung haben, vor der Sie stehen. Ich bin selbst schon krank gewesen. Mein Sohn ist sehr krank. Hannah hat eine chronische Krankheit. Das Letzte, was man hören will, ist, das ist deine eigene Schuld, streng dich mehr an. Heute möchte ich Ihnen sagen, wir können Hoffnung haben. Gott kann Wunder tun. Wir sollten im Glauben leben. Und am wichtigsten ist, gesunde Gedanken führen zu einem gesunden Leben. Können Sie dazu Amen sagen? Fangen wir damit an. Gesunde Gedanken führen zu einem gesunden Leben. Darin können wir alle übereinstimmen. Die meisten von uns möchten etwas abnehmen. Oder vielleicht würden sie gerne mit dem Rauchen aufhören. Die meisten Raucher würden gerne aufhören. Die meisten von uns möchten mehr Sport machen, auch wenn es schwierig ist. Ich hasse Sport.
Falls Sie trinken, wollen Sie wahrscheinlich weniger trinken oder gar nicht mehr. Vermutlich wünschen Sie sich auch, dass Sie länger und tiefer schlafen können. All diese Dinge hängen hundertprozentig mit den Gedanken zusammen, die wir hegen. Wer gesunde Gedanken hegt, der sorgt damit dafür, dass er einen gesunden Körper und ein gesundes Leben hat. Wer schlechte, faule und negative Gedanken hat, der fördert damit auch ein entsprechendes Leben. Auf einer noch tieferen, wichtigeren Ebene, wie wir jetzt wissen, führen Dinge wie Stress und Sorgen auch zu wirklichen körperlichen Krankheiten. Es gibt Dinge wie Neuropathie. Wir wissen, dass sie sogar Krankheiten wie Krebs verursachen können. Auch wenn der Stress und die Sorgen zu 100% in unseren Gedanken stattfinden, können sie Dinge in unserem Körper erzeugen. Verschiedene Krankheiten und Beschwerden. Was ist nun mit dem Glauben? Jesus spricht genau über diesen Glauben. Er lehrt uns, dass wir sogar Wunder im Namen Jesu vollbringen können, und dazu gehört auch die Heilung von Kranken. Ich selbst habe solche Wunder schon oft erlebt. Man kann es zwar nicht auf eine simple Formel reduzieren und nicht alle werden immer geheilt, aber der Glaube hat etwas an sich, was Heilung bringt. Unser Gedankenleben ist mit unserem Körper verbunden und gesunde Gedanken sind mit einem gesunden Körper verbunden. Ganz gleich, wie krank Sie sind, wenn Sie gesunde Gedanken hegen, Gedanken des Glaubens, Gedanken der Gelassenheit und des Friedens, ermutigende biblische Gedanken über ein erfolgreiches Leben, dann wird es Ihnen auch körperlich besser gehen. Wiederum will ich damit nicht sagen, strengen Sie sich mehr an. Ich will Ihnen eher Mut machen, dass es einen Weg nach vorn gibt. Gott möchte nicht, dass Sie krank sind. Wenn Sie gesund sind, können Sie sich für ihn und seine Sache viel besser einsetzen. Das glaube ich, Sie nicht auch? Wir wollen heute zusammen unseren Glauben stärken. In der Bibel, im Matthäusevangelium Kapitel 22, sagt Jesus etwas Erstaunliches. Bevor wir das beleuchten, will ich ganz kurz über das Judentum sprechen. Zur Zeit Jesu gab es Rabbis. Das rabbinische Judentum entwickelte sich. Es gab einen Mann namens Hillel den Älteren, der im Grunde das ganze rabbinische System hervorbrachte. Es gab viele Rabbis, die die Tora bzw. die Bibel unterschiedlich auslegten. Sie alle liebten zwar die Bibel, aber es war fast so wie mit den heutigen Konfessionen. Baptisten, Calvinisten, Methodisten, Katholiken. Sie alle verstehen die Bibel etwas unterschiedlich. Ähnlich gab es zur Zeit Jesu unterschiedliche Rabbis, die die Bibel unterschiedlich verstanden. Doch statt sich aufzuspalten, setzten sie sich zusammen in einen Raum und debattierten miteinander. Ständig. Jeder Rabbi baute ein sogenanntes Joch. Dieses Joch war seine Auslegung der Bibel, sozusagen seine Konfession. Es war sein Bibelverständnis. Auch Jesus hatte ein Joch, erinnern Sie sich? Jeder Rabbi wollte sein Joch an seine Jünger weitergeben, seine Auslegung der Bibel. Zur Zeit Jesu hatte jeder mit 10 bereits die ganze Tora auswendig gelernt, Jungen und Mädchen. Alle kannten die damalige Bibel, das heißt die ersten 5 Bücher unserer Bibel. Aber besonders kannten sie das Schma Israel auswendig. Das war ein Gebet, das sie jeden Tag sprachen. Sie brachten es auch an ihre Türpfosten an. Das gilt selbst heute noch. Falls Sie einen jüdischen Bekannten haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass derjenige einen kleinen Metallbehälter an der Tür hat, der sich Mezuzah nennt. In dieser Mezuzah befindet sich eine Bibelstelle, das Schma Israel. Schama Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Alle kannten dieses Gebet auswendig. Der Vers, der gleich darauf folgt, vielleicht können wir die Bibelstelle mal auf dem Bildschirm zeigen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das war die Vorbereitung auf das Studium der Tora. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen. Sagen Sie alle Herzen. Mit deiner ganzen sagen Sie Seele. Mit deiner ganzen sagen wir alle Kraft. Es gibt 3 Dinge, die jeder Jude wusste. Liebe den Herrn mit deinem Herzen. Liebe den Herrn mit deiner Seele. Liebe den Herrn mit deiner Kraft. Noch ein letztes Mal. Liebe den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Seele. Ganzer Kraft. Gut, ich glaube, das ist angekommen. Jesus sitzt im Tempel. Es ist das Passafest, die bedeutendsten Feiertage im Jahr. Vermutlich sind ungefähr 1 Million Menschen in Jerusalem. Es wäre so, als würde Billy Graham hier zu uns nach Orange County kommen oder in unsere Gemeinde kommen. Jesus sitzt da und alle wollen hören, was der Meister zu sagen hat. Sie saßen um ihn herum.
Viele der damaligen Rabbis hassten Jesus, also versuchen sie ständig, ihn intellektuell zu schlagen. Sie bombardieren ihn mit Fragen und versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Die letzte Frage ist folgende. Der größte Lehrer unter den Rabbis stellt Jesus diese Frage. Rabbi, was ist deiner Meinung nach das höchste Gebot? Er sagt das zwar nicht gerade aus, aber was er damit vermutlich meint, ist, welches der 10 Gebote ist das wichtigste Gebot? Er fragt das, weil es darauf keine gute Antwort gibt, oder? Wenn man ein Gebot nennt, kann er sagen, und was ist mit Neid? Man nennt Stehlen als Gebot, dann kann er sagen, was ist mit Götzendienst? Aber Jesus beantwortet die Frage trotzdem. Der andere fragt, Rabbi, welches ist das wichtigste Gebot? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe den Herrn. Er zitiert hier 5. Mose 6, Vers 5, das kennen jetzt alle hier. Er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Falsch, es heißt nicht Kraft. Er sagt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Alle, die dort sitzen, hören, wie er die Tora ändert. Alle haben das im Kopf. Alle haben das im Herzen, in ihren kleinen Behältern. Sie haben es. Sie kennen den Vers. Es wäre so, als würde ich beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in Orange County. Richtig? Sie verstehen, was ich sagen will. Damit würde ich meine eigene Auslegung einer Bibelstelle geben, die jeder Christ kennt. Jesus benutzt dieses Wort, um seine eigene Auslegung von 5. Mose weiterzugeben. Er ändert das Wort Kraft in Verstand. Was will er damit sagen? Was meinen Sie, dass er damit sagen will? Ich glaube, er will damit sagen, dass die Kraft eines jeden Mannes und einer jeden Frau Gottes hier drin steckt. Wollen Sie stark sein? Dann haben Sie einen starken Verstand. Wollen Sie den Herrn lieben? Dann lieben Sie ihn mit Ihrem Verstand. Widmen Sie sich der Aufgabe, gute Gedanken zu hegen. Dann bringt Ihr Leben auch gute Frucht. Wer seine Gedanken verkommen lässt, dessen Körper und ganzes Leben ist wie ein Garten, den man verwildern lässt. Voller Unkraut, unfruchtbar, verlassen. Die Gedanken sind der Anfang eines neuen Lebens in Jesus. Deshalb sagt Paulus uns, dass wir uns die Gedanken Jesu zu eigen machen sollen. Deshalb sagt er uns, dass wir verwandelt werden, indem wir unsere Denkweise erneuern. Wollen Sie ein neues Leben? Dann erneuern Sie Ihre Denkweise. Unsere Kraft ist entscheidend. Wir brauchen Kraft, um durchs Leben zu kommen, denn das Leben ist schwer. Und die Kraft, die wir mehr als alles andere brauchen, ist die Kraft unserer Gedanken. Es kommt nicht durch reine Willenskraft. Es kommt durch Übung. Es kommt durch neue Gedankenmuster. Es kommt, indem wir neue Gedanken anbauen und jeden Gedanken ausreißen, der sich gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Wir ordnen die Gedanken Jesus Christus unter. Amen. Das ist so wahr. Es gibt eine Geschichte, die gerade oft erzählt wird. Hannah und ich haben davon kurz vor unserer Australienreise gehört. Es geht um einen Glaubensläufer, einen indischen Mann namens Samir Singh, der anfing, zusammen mit seinem Bruder zu laufen. Und eines Tages lief er einfach immer weiter. Sein Ziel, als er anfing, das ist wie ein wirklicher Forrest Gump, es ist verrückt. Sie müssen sich das anhören. Dieser Mann fing an zu laufen und sein Ziel war, 600 Kilometer zu laufen. Haben wir heute Europäer hier? Das sind ungefähr 60 Meilen, oder? Amerikaner wissen das echt nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir halten das für 60 Meilen. Das ist eine lange Strecke. Es ist weiter, als die meisten von Ihnen laufen können. Glauben Sie mir. Weiter, als ich es kann. Dann beschloss er, 100 Tage lang 100 Kilometer pro Tag zu laufen, mit dem Ziel, in 100 Tagen 10.000 Kilometer zu erreichen. Das galt als völlig unmöglich. Stellen Sie sich nur mal vor, 100 Kilometer zu laufen, das sind mehr als 2 Marathons am Tag, jeden Tag. Dieser Mann erreichte den 100. Tag. Ihm fehlten nur noch 36 Kilometer, da machte sein Körper absolut nicht mehr mit. Er überlebte natürlich, aber er konnte nicht mehr weiter.
Aber er hatte jeden Rekord gebrochen, der als menschlich möglich galt. Als er interviewt wurde, sagte er, Leute sagen, dass der Körper Grenzen hat. Meine Schüler, er war Trainer, haben gesagt, dass ihnen von einer Überforderung ihres Körpers abgeraten wird. Doch der Bibel zufolge hat der Körper keine Grenzen. Wenn man einen Traum hat, stellt sich der Körper auf diesen Traum ein. Meine Erfahrung bezeugt das. Gott hat uns einen Körper gegeben und unser geistiges Vermögen bestimmt seine Grenzen. Wow, ziemlich eindrucksvoll, oder? Er ist ein 40-jähriger Mann. Er ist nicht alt, aber auch nicht mehr jung. Tja, ich schätze mal, das ist alles relativ, oder? Beeindruckend, dass ein 40-jähriger Mann fast 10.000 Kilometer laufen konnte. Was dieses Fast betrifft, als Hannah und ich das hörten, dachten wir, Mann, hätte jemand ihn glauben machen können, dass das nicht der letzte Tag, sondern der vorletzte Tag war, hätte er es vermutlich noch über die Ziellinie geschafft. Wissen Sie, was ich meine? Wenn man sich der Ziellinie nähert, denkt man nicht mehr ans Durchhalten, sondern ans Ausruhen. Man denkt daran, Pizza zu essen, eine Menge Wasser zu trinken und sich den ganzen Tag lang Filme anzusehen. Das habe ich selbst natürlich noch nie gemacht. Ehrenwort. Man fängt an, Gedanken zu hegen, die sich nicht auf die Ziellinie konzentrieren, sondern darauf, was man nach der Ziellinie machen will. Man tut so, als wäre man bereits durchs Ziel gekommen. Ich will die Leistung dieses Mannes überhaupt nicht schmälern, aber er selbst würde vermutlich sagen, dass es eine Kopfsache war, dass es von seinen Gedanken abhing. Unsere Kraft, unsere Fähigkeit, das zu tun, wozu Gott uns beauftragt, beginnt und endet mit unseren Gedanken. Wünschen Sie sich ein erfolgreiches Leben? Dann fördern Sie entsprechende Gedanken. Fördern Sie die Worte Gottes, dann wird er Sie durchs Ziel bringen. Das lehrt Paulus uns. Wenn Sie Ihre Bibeln haben, können Sie gerne mitlesen. Im 2. Korinther, Kapitel 10, sagt Paulus uns, dass wir einen Kampf kämpfen. Richtig? Die frühen Christen nahmen die Lehren der Bergpredigt sehr ernst. Sie kämpften nicht. Sie griffen nicht zu Gewalt. Obwohl sie ausgepeitscht und den Löwen vorgeworfen wurden, obwohl sie getötet und hingerichtet wurden, sie hielten die andere Wange hin. Das lebten sie aus. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie lesen, was Paulus schreibt. Denn er sagt, obwohl wir in der Welt leben, richtig? Kämpfen wir nicht so wie die Welt. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind keine weltlichen Waffen. Nun, was für Waffen sind das dann? Mit unseren Waffen haben wir eine göttliche Kraft, um Gedankengebäude niederzureißen. Haben Sie Gedankengebäude in Ihrem Leben, die niedergerissen werden müssen? Wer von Ihnen hat Gedankengebäude, die niedergerissen werden müssen? Nur wenige von Ihnen. Na, das ist gut. Dann ist ja bei Ihnen alles in Ordnung. Ja, ich weiß, Sie sind ein Haufen Lügner. Wer hat Gedankengebäude im Leben, die niedergerissen werden müssen? Gut, ein paar mehr, das ist gut, das ist gut. Wir vernichten alles, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wir nehmen es gefangen. Sagen Sie alle, jeder Gedanke, jeder Gedanke ist unser Diener, nicht unser Herr. Jeder Gedanke. Wir unterstellen sie Jesus Christus. Da gehört jeder Gedanke hin ins Reich Gottes. Lassen Sie Ihre Gedanken da und erleben Sie, wie Ihr Leben in jeder Hinsicht aufblüht. Freude, Leben, Erfolg, gute Beziehungen und am wichtigsten ein gutes Leben, das Gott gefällt und seinem Thron Ehre macht. Als Hannah und ich einige der Nöte durchmachten, die durch die Gesundheitsprobleme unseres Sohnes entstanden, gab Dodie Osteen Hannah ein Buch mit dem Titel »Von Krebs geheilt«? Sie sagt offen und ehrlich, dass das nicht für jeden ist. Wiederum, sehen Sie das nicht als magische Formel, sondern als Ermutigung. Ihr wurde von Ärzten gesagt, dass sie Krebs im Endstadium habe. Ich glaube, der Prognose zufolge sollte sie nur noch 2 Monate leben, ein ganz kurzer Zeitraum. Aber sie sagte, nein. Sie wollte nicht ohne ein Widerwort Gute Nacht sagen.
Also sagte sie, ich werde etwas ändern. Und diese Veränderung wird hier oben stattfinden. Ich werde nicht wie ein kranker Mensch denken. Ich werde wie ein gesunder Mensch denken. Ich werde kein Opfer sein. Ich werde ein Sieger sein. Ich werde mich so verhalten, als sei ich gesund. Ich werde daran glauben, dass Gott mich heilen kann. Ich werde ihm vertrauen, komme, was wolle. Sie erzählt, dass das schwer war, sehr schwer, die ganze Zeit. Sie machte Sachen, die jemand, der Krebs im Endstadium hat, eigentlich nicht tun sollte. Zum Beispiel den Tisch umstellen, zum Beispiel kochen. Niemand bat sie, das zu tun, sie beschloss das selbst. Obwohl das nicht bei jedem so funktioniert, beschloss Dodie Osteen, jedes Mal, wenn sie einen Gedanken hatte, der der Bibel widersprach, der gegen die Worte Gottes ging, würde sie laut sagen, Gedanken, passt euch an Gottes Worte an. Falls Sie Dodie Osteen kennen, das ist eine Frau, die man gerne für sich beten lässt. Sie ist eine kleine Lady, die so voll Feuer und Leidenschaft steckt. Wenn sie für uns betet, scheint sie fast wütend auf Gott. Gott, wir brauchen deine Hilfe, wie König David. Ich finde das toll. Sie sprüht nur so vor Kraft. Auf jeden Fall beschloss sie, dass sie keine Gedanken an Versagen, Krankheit und Selbstmitleid zulassen würde, sondern nur Gedanken an Erfolg. Obwohl das nicht bei jedem so funktioniert, bringt es was. Bei ihr hat es auf jeden Fall etwas gebracht. Das ist jetzt nämlich schon 25 Jahre her. Der Krebs ist bei ihr ganz zurückgegangen. Sie ist hundertprozentig gesund und sie bringt Menschen gerne bei, wie man seine Gedanken an den Worten Gottes ausrichtet und sich am Glauben orientiert. Das soll ihnen kein schlechtes Gewissen machen oder Schuldgefühle einreden, sondern ihnen Hoffnung machen. Es ist nicht vorbei, bis Gott sagt, dass es vorbei ist. Glauben Sie es? Glauben Sie das? Gut. Heiligen Sie Ihre Vorstellungskraft, das hat Dallas Willard uns gelehrt. Alles im Leben, alles begann damit, dass es sich jemand vorgestellt hat. Disneyland existiert, weil es sich jemand vorgestellt hat. Sein Name war Walt Disney. Dieses Gebäude steht hier, weil es sich ein katholischer Priester irgendwann vorgestellt hat. Alles Gute existiert, weil es sich jemand vorgestellt hat. Alles Schlechte existiert, weil es sich jemand vorgestellt hat. Morde sind passiert, weil sie sich jemand vorgestellt hat. Gerechte Gesetze gibt es, weil sie sich jemand vorgestellt hat. Ihr neues Leben beginnt, wenn Sie sich ein anderes Leben vorstellen. Wenn Sie sich ein gesundes Leben vorstellen. Wenn Sie sich ein christliches Leben vorstellen. Wenn Sie sich ein Leben vorstellen, das anders ist als das, was Sie jetzt führen. Und Sie Gedanken hegen, die in diese neue Richtung gehen. Das, was Sie sich vorstellen und woran Sie denken, prägt Ihre Zukunft. Das, woran Sie denken, ist Ihre erste Freiheit. Genauer gesagt, und das ist etwas, worüber ich viel nachgedacht habe und was ich gerne mit Ihnen debattieren würde, wir haben mehr Macht über das, was wir denken, als über das, was wir tun. Haben Sie schon mal etwas getan, was Sie eigentlich nicht tun wollten? Ich frage noch mal anders. Haben Sie schon mal ein Stück Kuchen gegessen, das Sie eigentlich nicht essen wollten? Haben Sie schon mal geschlafen, wenn Sie eigentlich wach bleiben wollten? Haben Sie schon das Fitnessstudio ausgelassen, obwohl Sie eigentlich hin wollten? Haben Sie etwas gekauft, was Sie sich nicht leisten konnten? Haben Sie schon mal etwas gesagt, das Sie nicht sagen sollten? Wahrscheinlich heute schon zweimal. Haben Sie schon mal eine Entscheidung getroffen, die sich nicht auf Weisheit und Klugheit gründete, sondern von Angst getrieben war? Sie haben mehr Macht über das, was Sie denken, als über das, was Sie tun. Denn das, woran Sie denken, wächst schließlich zu Ihren Umständen heran. Wenn Sie schließlich zur Entscheidung kommen, haben Sie nicht mehr viel Macht übrig. Ihre ganze Kraft haben Sie in das gesteckt, woran Sie gedacht haben. Sehen Sie, so viele Menschen kämpfen gegen ihre Lebensumstände an, während sie die Gedanken, die sie dahin gebracht haben, weiter hegen und pflegen. Ich will es nochmal sagen. Viele Menschen regen sich über die Umstände in ihrem Leben auf, während sie gleichzeitig die Gedanken, die diese Umstände verursacht haben, weiter pflegen und nähren. Gott lehrt uns, dass wir gute Gedanken hegen müssen.
Obwohl selbst dann die richtigen Entscheidungen immer noch ein Stück weit Willenskraft erfordern, werden sie uns viel leichter fallen, wenn wir eine neue Seele haben. Gesunde Gedanken führen zu einem gesunden Leben. Deswegen sagt die Bibel in Sprüche 4, mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Gesunde Gedanken führen zu einem gesunden Leben. Das gilt auch für seelische Gesundheit. Wer seelisch gesund ist, wer geistig gesund ist, der wird sehen, wie sich die Dinge im Leben verändern. Wie steht es mit Placebos? Wie irre ist das denn? Placebos. Wer von Ihnen weiß, was ein Placebo ist? Das ist nur ein Wort, das Ärzte draufkleben, wenn jemand unerklärlicherweise geheilt wird, nur dadurch, dass derjenige daran glaubt. Sie haben keine Erklärung dafür. Wenn Medikamente getestet werden, gibt es Kontrollgruppen, denen nur scheinbar Medikamente verabreicht werden. Die Pillen, die Sie bekommen, bestehen nur aus Kalk oder Zucker. Aber den Testpersonen wird gesagt, das sei das Medikament, das Ihre Krankheit heilen werde. Im Durchschnitt stellt sich dadurch bei ungefähr 30% der Testpersonen eine Besserung ein. Ärzte sagen da, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall müssen Sie diesen Faktor in Ihre Beurteilung, wie wirksam ein Medikament ist, mit einbeziehen. Es ist nur in dem Maße wirksam, in dem es über die 30% hinausgeht. Oder wie hoch auch immer die Kontrollschwelle ist. Es ist verrückt, das ist Wissenschaft. Ärzte wissen buchstäblich nicht, was der Placebo-Effekt ist. Es gibt Theorien. Die gängigste Theorie ist, indem Menschen ändern, wie sie über sich selbst denken, vermittelt das Gehirn dem Körper irgendwie, was er tun muss, um gegen die Krankheit anzukämpfen. Ich glaube, damit sind sie auf das gestoßen, was Jesus uns schon vor 2000 Jahren gelehrt hat, nämlich auf das, was sich Glauben nennt. Dass sich unser Körper häufig nach unserem Denken richtet. So erkläre ich mir auch die Bibelstelle, in der Jesus davon spricht, dass es falsche Propheten geben wird, die behaupten, Jesus zu sein oder von Jesus beauftragt zu sein, aber immer noch Wunder vollbringen können. So etwas gibt es. Obwohl diese Personen denken, sie könnten Wunder tun, kommen sie nicht von Gott. Wie geht das? Weil Menschen immer noch daran glauben, dass sie geheilt werden können. Das ist komisch, oder? Ich erzähle Ihnen das nur, um zu zeigen, dass es auch wissenschaftlich gesehen eine mysteriöse Verbindung zwischen Geist und Körper gibt. Wiederum, das soll Sie nicht verurteilen, sondern Ihnen Hoffnung geben, dass Sie mit Hilfe von guten Gedanken ein gesünderes Leben fördern können. Zwischenmenschliche Verbindungen, seelische Gesundheit und positive Gedanken haben etwas an sich, was einen gesunden Körper, ein gesundes Leben und guten Schlaf fördert. Wir sollten die Art von Menschen werden, die jeden Gedanken gefangen nehmen, seien es Gedanken der Furcht, Gedanken der Verbitterung, Gedanken der Opfermentalität. Gedanken wie, ich bin krank, ich bin arm, ich bin chaotisch, ich bin verkorkst, ich habe immer mit dieser Sucht oder jener Sünde zu schaffen. Wir müssen die Art von Menschen werden, die diese Gedanken gefangen nehmen und Jesus Christus unterstellen. Können Sie da Amen sagen? Wir müssen uns die Bibel und die guten Zusagen Gottes vor Augen führen und sie glauben. Wir wollen unser ganzes Leben auf diese Zusagen Gottes bauen und jeden Tag erfolgreich bewältigen. Amen. Herr, danke, wir lieben dich und wir beten, dass du unsere Denkweise in jeder Hinsicht in die Denkweise Jesu verwandelst. Wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Wie am Anfang versprochen, habe ich ein besonderes Geschenk für Sie. Diese Predigt finden Sie in einem Booklet, das wir Ihnen gerne schenken würden. Lassen Sie die Worte von Bobby Schuller noch einmal lebendig werden und fragen Sie danach. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bis bald und Gottes Segen für Ihre Woche.